Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ja, ich bin unbehelligt wieder zurück in die Station gekommen, habe hier ordnungsgemäß geparkt, das Vehikel repariert und entladen. Die Kapsel hängt da, schwirrt irgendwo da unten herum. Und in dieser Folge werden wir uns, glaube ich, mal ein bisschen um unsere Ausrüstung kümmern. Muss halt auch mal sein. Wir haben ein paar Sachen, die wir bauen können. Unter anderem den Seefuchs. Ich hoffe, wir sind ein bisschen schmal dran, was das hier angeht. Wir haben tatsächlich nur 6 Blei gefunden. Das werden wir sehen, ob das reicht. Alles klar. Dann mal los! Also wenn ich das hier mal schon mal gucke, dann stellen wir fest, aha, für den Seefuchs ein Motorrad, das schwebt. Brauchen wir schon mal kein Blei, das ist gut, Schmierstoff, Titan, Magnetit. Ich musste eben gerade, um diverse Ressourcen noch irgendwo unterzukriegen, gerade Titan und Silber, habe ich hier gerade haufenweise Barren gegossen und gemacht und getan. Also ich habe jetzt erstmal ein paar vorgefertigte Teile, das ist schon mal gar nicht schlecht, ein paar vorgefertigte Sachen. Das spart dann einfach unheimlich viel Platz. Was wollte ich jetzt gucken? Herlügen, da, der Seefuchs und einen Titan brauchen wir noch. Und jetzt ist natürlich noch die große Frage, wo genau stellt man das eigentlich her? Was wollte ich jetzt gerade? Da. Und nun, wo baut man den Seefuchs? Das ist jetzt die große Frage. Ich finde das immer noch sehr ambientisch, das Ding, das hier liegt. Das ist sehr cool. Da werde ich mir noch ein paar mehr besorgen und hier verstreuen. Hallo? Guten Tag. Kommen Sie bitte mit. Ah. Aber wir suchen jetzt erstmal unsere Fahrzeugstation. Denn ich würde mal vermuten, mobile Fahrzeugstation. Ich weiß, ich bin ein echter Fuchs, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist für mich die Frage, ob das Ding oben auf das Dach da drauf fällt. Ich weiß gar nicht. Benutzen. Klettern. Kann man die einpacken? Ich würde die gerne, glaube ich, mit einer anderen Ausrichtung auspacken. Nicht, dass mir das Ding da auf den Kopf fällt, sozusagen. So. Und dann, ja, genau. So, das. Mobile Fahrzeugstation benutzen. Das wollen wir. Oh, also hier können wir das schon mal nicht machen. Schlafabteil, Frachtabteil haben wir schon. Fabrikatorabteil, 3 Bleiplastall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das müssen wir noch, auf jeden Fall noch machen. Nö. Also hier können wir das Ding nicht bauen. Dann wäre jetzt die Frage, ob man. Kann das über Wasser fahren oder kann man das nur an Land bauen oder ich weiß es echt nicht. Ist ein bisschen mau erklärt. Wir probieren gleich einfach mal aus, ob man damit irgendwie an Land marschieren kann. Ja. So. Und das da bauen kann. Das machen wir dann da. Bauplan anhalten. Motorrad, das schwebt. Okay, die Sachen dafür hätten wir dann auf jeden Fall. Jetzt würde ich aber auf jeden Fall das Fabrikatorabteil. Plastahl, Computerchip, Blei. So, also 3 Blei, 1, 2, 3, weil da völlig außer Frage steht, ob wir das haben wollen oder nicht. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Und den Computerchip. So, das haben wir auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen jetzt leider nochmal da hoch. Nützt halt nichts. Und wenn wir dem anderen denken, guck mal, jetzt sieht das aus, als wäre draußen schönster Sonnenschein. Und was ist? Naja, gar nicht mal so schlecht. Nur ein bisschen nebelig. Voll schön und so. Yay. So. Ja. Fabrikatorabteil. Das baust du mir jetzt mal. Alter. Oh, schön. Ich hab was eingeschlagen. Ja, das ist schön. Hallo. Da.
Da müssen wir hin. So, jetzt müssten wir das von meinem Verständnis her erstmal hier hinten andocken. Ich hoffe, dass man das nicht jedes Mal auseinanderbauen muss. Wenn man die Teile zusammensetzt. Kann ich jetzt hier nehmen und dann fährt alles mit? Nimmt er dann beide mit oder nimmt er nur eins von beiden mit? Er nimmt beide mit, das ist gut. Das ist gut, er nimmt beide Abteile mit. Das heißt, wir müssen das nicht jedes Mal wieder hier hin und her und hast du nicht gesehen. Nichtsdestotrotz würde ich mir das jetzt von drinnen ganz gerne einmal angucken. Einsteigen. So, Kiste. Hier haben wir Kiste, Kiste, Kiste. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Hallo? Hier hilft sogar das nicht so sonderlich viel. Aber, Seebahnfabrikator. Ja, geil. Ich hoffe, der kann dann auch alles, was er können soll. Hier können wir nicht raus. Mal auf, wir setzen das Ding jetzt einfach mal zusammen. Das müsste ja inzwischen voll aufgeladen sein hier. Der Gerät müsste aufgeladen sein. Den fahren wir mal hier hin. Zack. So, danke. Und das machen wir. Das lutscht natürlich alles an der Energieversorgung unserer Seebahn, aber wir haben ja hier die Super-Duper-Zellen inzwischen drin. Hört uns das nicht weiter nicht? Ja, mit Beleuchtung ist es hier auch nicht viel schöner. Lass mal einmal gucken. Das sieht aber so aus, als wäre doch tatsächlich. Was ist das hier Schönes? Hydrauliköl. Ach ja, Schlingpflanzen, Samen, Büschel und Gelsack. Genau. Das müssen wir uns auch noch besorgen. Gelsäcke haben wir, aber Schlingpflanzen, Samen, Büschel müssen wir wohl noch mal gucken. Da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so sicher, dass wir davon überhaupt noch welche haben. Ich glaube nicht. Warte. Ich kriege ja nichts. Was passiert? Nein! Sonst da nicht wieder heran. Habe ich gesagt. So, einsteigen. So, Schlingpflanzensamenbüschel brauchen wir jetzt noch. Waren hier irgendwo in der Nähe da? Sehr gut. Da müssen wir gleich auch noch mal gucken, ob wir die bei uns selber auch noch mit anpflanzen können. Dann müssen wir hier nicht die 5 Meter fahren. Weißt du, das kann ich nämlich gar nicht ab. Dass ich hier so weite Strecken zurücklegen muss. Wie überhaupt. So. Da, guck dir das an. 96 Meter. Alter Verwalter. 96 Meter geht gar nicht. Das ist nichts für meinen Rücken. Dafür brauchen wir aber auch, wie ich das richtig sehe, ein neues Beet. Zack. Ja, so kommt eins zum anderen, ne? Wenn man das hier alles mal ein bisschen vernachlässigt. Nee, das ist Kupfer, das ist Quatsch. Ich brauche Titan. Ja, Bilder wollte ich mit euch gleich auch noch aufhängen. Hier. Ein Titan brauche ich aber auch für Dingens da. Für den Seefuchs. Also, müssen wir jetzt einmal ganz kurz gucken. Ich brauche den hier. Und ich möchte gerne. Eigentlich hätte ich ja schon gerne das alles hier so auf einer Ecke, aber das wird wohl nichts mehr. Aber hier können wir, glaube ich, auch was hinsetzen. Ah, guck mal hier. Hier setzen wir noch was hin. Pass auf. Hier so. So, und jetzt würde mich mal interessieren, kann man die hier rein? Ja. Ich habe da hinten noch welche gesehen, also alles halb so wild. Aber dann haben wir das schon mal erledigt. Haben wir da unten noch ein Beet hingesetzt. Ah ja, warte. Da, wo wir schon mal dabei sind, dann können wir das auch noch erledigen. Achso, war schon ausgewählt. Entschuldigung. Das tut mir wahnsinnig leid. Wir werden gleich aufgefordert, mal wieder was zu essen. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Das. Was? Nein! Nein! Ach, ich hab hiervon abgeschaut. Ach, leck mich. Ja, Entschuldigung. Und ich wundere mich schon, warum das Ding so viel aushält. Von der falschen Pflanze. Oder zum Teil zumindest von der falschen Pflanze gezogen. So, da müssen wir jetzt hier die 96 weiten Meter in die Richtung. Entschuldigung. In die Richtung hier. Seek fluid intake. Ja. Na, Inventar schon wieder voll? Ja, Inventar voll. Was war das? So, ich dachte gerade, ich will ein Viech rum, das ich noch nicht kenne. Viecher, die ich kenne, sind okay. Viecher, die ich nicht kenne, grenzwertig. Ich, naja gut, jetzt bei der Batterie, da sollte man nicht nachlässig werden. Wir haben zwar eine bessere Batterie, aber die braucht auch, oh. Die braucht auch ein bisschen mehr, länger, hast du nicht gesehen? Na, das was? Ah, doch, sehr gut. Um zu laden, also sollten wir doch immer noch mal wieder hier reinrutschen und nachladen. Schlingen, Pflanzen, Samen, Büschel. Das wollte ich ja nicht bauen. Pass auf. Weiß ich gleich wieder. Das auf jeden Fall nicht. Verdammt. Ich vergesse, was ich bauen wollte. Erzähl doch mal, Leute. Warte, für irgendwas brauche ich die Schlingpflanze. Ach, die kann man inzwischen jetzt auch selber bauen. Den Eiskorb. Was? Haben wir den übersehen? Hätte man den da irgendwo haben müssen jetzt? Das ist ungünstig. Den habe ich dann jetzt einfach mal nicht mitgenommen. Die Schubkanone habe ich leider immer noch den fehlenden Teil nicht zugefunden. Ansonsten wäre das ja alles voll supi-dupi. Was ist das? Zum Aufladen und Reparieren eines Schneefuchses. Titan, zweimal Titan und Kabelsatz. Schweberampe. Ja, kann man damit über Wasser fahren oder kann man damit nicht über Wasser fahren? Das würde mich jetzt natürlich auch nochmal interessieren. Kabelsatz, easy going, haben wir. Und noch ein Titan nehmen wir auch nochmal mit. Haben wir auch. So. Leute, jetzt erzählt mir mal, wofür ich noch diese scheiß Schlingpflanzensamenbüschel brauchte. Verdammt. Energie brauchen wir auch irgendwann demnächst nochmal. Für die Betten brauchten wir das nicht. Für den Bilderrahmen auch nicht. Oh, alter Schwede. Mein Kopf und ich. Ach, nee. Nee, der Anzug war das auch nicht. Boah. Ich krieg zu viel, ey. Da. Und 4 Gelsäcke, genau, für die Hydrauliköl-Patrone. Hab ich hier noch welche drin irgendwo? Warte. Hier. Nein. Hier. Nein. 4 Gelsäcke für eine Patrone. Alter Schwede, das ist viel. Ach so. Seek fluid intake immediately. Achso, ja, da war was. Welcome aboard, Captain. Warte, pass auf. So dampft man etwas von 4 Item-Slots auf ein Item-Slot runter. So. Haben wir? So, okay, jetzt geht's wieder. Ach ja. Das hattet ihr, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, dass ich mir hier noch was hingepflanzt habe. Das hatte ich auch, ich glaube, vor der vorletzten Folge hatte ich das gemacht. Habe hier noch welche hingestellt, einfach weil damit man nicht jedes Mal da hinten hinrennen muss. So, jetzt brauche ich die Gelsäcke. Brauche ich nur ein oder brauche ich 2? Ich glaube, ich nehme mal lieber für 2 mit. Nur für den Fall, dass man beide, waren ja 2 Brückenteile, nicht, dass man von beiden irgendwie das nutzen muss. Ein. Da. Hydra
Vorteil gegen Patronen. Stellen wir uns mal zwei Stück von her. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, nicht wahr? Also, die sind schön klein, das ist gut. Dann haben wir hier jetzt jede Menge Öl. Dann haben wir zwei über davon. Das ist mäßig gut, aber lässt sich halt nicht ändern. Oh, den Blasenfisch, den haben wir noch. Genau. Siehste, dann erledigt sich das auch, was ich mich eigentlich gleich fragen wollte, nämlich, wo kriege ich was zu trinken her? Keine Lust, zu den Schränken zurückzulaufen. Dann mache ich das hier. Und dann... habe ich das auf jeden Fall. Gemälde. Komm, dann dekorieren wir einmal ganz kurz hier. Wir haben ja... hier oben haben wir ja theoretisch noch Potenzial in unserem eigenen kleinen Raum. Da meine ich, habe ich auch einen gesehen, der heißt Halte durch, genau. Halte durch brauchen wir definitiv. Wo brauchen wir das? Hier hat das auch gerade geblunken. Na komm, dann machen wir das hier so hin als zentraler Blickfänger hier. Hang in there. Okay. Ich stehe nicht so auf Katzen, muss ich gestehen, aber egal. Sie schon. Ein Poster. Fremde Eindringling. Hoverball. Ja, ich bin totaler Hoverball-Fan. Finde ich mega cool. Wird hier direkt verewigt. Zack. Yes. Auf die Fresse. Für alt und für neu. Dann haben wir ja... das war jetzt irgendwas anderes. Ein Monster aus der Tiefe. Das basteln wir hier mit hin. Zack. Alien Intruder, genau. Und hier haben wir noch ein Gemälde. Wunderschön groß und hässlich vielleicht. Oder hoffentlich. Ich weiß. Da können wir das aus irgendeinem Grunde nicht hinhängen. Das ist auch sehr geil. Warum nicht? Hängen wir es da hin. Zack. Ach, das war das Ding. Ja, ja, das finde ich sehr geil. Das Bild gefällt mir ganz gut. Hängt nur ein bisschen schief. Warte, hängen wir... hier so. Keine Ahnung, ob es jetzt besser hängt. Wenn wir sehen. Ja, nicht viel dabei, immerhin. So, haben wir, sind wir das Gelümse los. Und dann müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen, was wir mit dem, was wir mit dem Fuchs machen. Da war ja diese komische Fuchsrampe, die man irgendwo bauen kann. Jetzt ist die Frage, die müsste man dann ja wahrscheinlich hier mitbauen. Ja. 5. Zack. Da. So, jetzt ist die große Frage, wo man die wohl hinbauen könnte. Das sieht so aus, als müsste man die irgendwo auf festen Untersatz bauen. Zack. Da war eben gerade irgendwo hier, da. Hier. Die Frage ist jetzt halt, das müssen wir es halt wieder auseinanderbauen. Ob man... ah, jetzt... geil. Ich habe einen Schmierstoff zu viel weggetan. Den brauchte ich leider für den Hover. Den Seefuchs. Na. Für den Seefuchs. Dann muss ich mir den aus dem Schrank holen, weil... da gehört er sowieso nicht hin. Okay. Bevor wir das vergessen... der schimmelig wird. Jetzt sieht der Fisch gleich viel schlauer aus. Das Kappe draufdrehen. Geil. So. Oh. Draußen ist wieder richtig fett Party. Warum ist mein Dingsoft verpixelt? Egal. Aber hier kann ich mir jetzt einfach hauen, ja? Konstruktion läuft. Geil. Omija Motorrad. Ist geil. Ist er schon fertig? Ach, der ist schon fertig, oder was? Ja? Ach, der braucht so lange. Okay. Es ist scheiße dunkel. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ausprobieren möchte. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe keinen Bock damit, hier direkt irgendwo gegen die Felswand zu ballern. Insofern gucken wir erstmal hier. Ist voll geil, voll geil. Aber nächstes Mal. So, was haben wir noch Schönes? Was gibt es noch Schönes zu bauen, was wir theoretisch noch fertig
wir theoretisch noch bauen müssen, könnten, sollten, wollten. So. Salzsäure, da wissen wir jetzt Pilze. Salzablagerung, genau, wir müssen mehr Salz sammeln. Aerogel ist das gleiche wie sonst auch. Jetzt ist nur noch die Frage, wofür wir das alles brauchen. Reinigungsraum brauchen wir die Eiskörbe für. Die habe ich tatsächlich nicht mitgenommen. Schub, Tauchflasche mit hoher Kapazität und Kabelsatz für die Schubtauchflasche. Die möchte ich aber eigentlich gar nicht. Sondern ich möchte eigentlich die mit ultra hoher Kapazität. Und die ist hier unten in der Erweiterungsstation drin, meine ich. Hallo? Da. Da haben wir aber noch nicht die Dinger für. So, wir haben uns den Seefuchs gebaut, das ist gut. Raumtrenner, das haben wir alles schon ausprobiert. Das haben wir eine, genau, hier die Energiezellenladestation. Brauchen wir das? Ist ja eigentlich nicht wirklich, aber erweiterter Kabelsatz, Lithium, Titan. Zwei Titan, zwei Lithium und ein erweiterter Kabelsatz. Zwei Titan. Zwei Lithium. Und ein erweiterter Kabelsatz. Ich meine, erweitert habe ich noch nicht gebaut. Sondern ich habe nur den normalen gebaut. Und dann müssen wir für den erweiterten Kabelsatz müssen wir noch einen Computer-Chip. Achso, den haben wir ja auch noch. Einen haben wir noch. Dann kommen wir aber in die schwierige Situation, dass wir das nicht mehr fertig gebaut haben. Dann müssen wir demnächst mal wieder Computer-Chips fabrizieren, ne? Ich guck mal ganz kurz. Hier haben wir nichts mehr. Da haben wir schon was. Okay, so. Das heißt hier, den wollte ich eigentlich direkt da drüber bauen. Was ist das? Nö. Dann wollte ich den immer schon hier hin gebaut haben. So, dass man direkt reinrennt, dass man den direkt in die Fresse kriegt. Das Aussehen hier unten ist auch nicht viel besser. Ich hatte den eigentlich da... Ach, siehst du, guck. Ja. Ich hatte den ja da unten hingesetzt, damit man... ja, oben das Ding halt noch drüber setzen kann. Das hat jetzt, naja, so halb funktioniert. Scheiß drauf. Ich komme ja durch. Ich passe durch. Ich bin ja schlank und rank. Was soll's. So, was haben wir noch Schönes? Was können wir noch bauen? Das ist eine Signale. Das brauchen wir nicht bauen. Können wir noch Leitern? Das haben wir. Ja, die Schubkanone nützt uns leider nichts, weil haben wir noch nicht. Seebahnperimeter, Seebahnmodul da. Das wissen wir alles noch nicht. Seebahn Aquarium. Seebahn fragt Schlafabteil. Machen Sie Ihre Seebahn zu Ihrem Zuhause? Also das könnte ich mir jetzt nur als Spawnpunkt vorstellen. Ich hoffe einfach mal, dass ich das nicht brauche. Einfach so. Ich hoffe es einfach. So, den Speerpinguin. Das würde ich doch aber schon gerne ausprobieren. Zwei Titan, Kabelsatz, Silikon, Gummi, Batterie. Zwei Titan, Kabelsatz, Silikon, Gummi, Batterie. Kabelsatz, Silikon, Gummi. Zwei Titan. I have detected an energy signature of some strength. I am not sure what it is for. Go ahead and share it. Can't hurt. Signal location uploaded to PDA. Aha. NM. N6M. Da hinten. Okay. Das machen wir noch nicht. Das machen wir nächstes Mal. Jetzt ist die Frage. Wie kann ich das bauen? Oh, den Kühlschrank. Ach, wie geil. Und O und A und O und I. Scheiße. Den Pinguin. Was ist mit dem Pinguin? Wo baue ich den? Hier? Ja. Pingu. Where? Without spy penguins. Scientists may have never discovered that penguins incubate their eggs in small cave burrows, often alongside thermal lily roots. Okay. Und die Fernsteuerung? Titan, Kupfer, Draht. Das schaffe ich. Fernsteuerung. Das ist ja geil. Auf das Ding bin ich auch gespannt. Wie das wohl funktionieren mag. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt den mini kleinen Rumpfintegrität 100%. Ein ferngesteuerter Erkundungsroboter. Speerpinguin. Ja, geil. Den Speerpinguin haben wir auch. Finde ich gut. Also ich baue das jetzt erstmal alles, weil ich noch gar nicht weiß, wie es jetzt gleich
weitergehen soll. Die Leuchtfackel. Schwefel, Chris. Ja. Also wir sollten auf jeden Fall ein so ein Ding mitnehmen, weil wir müssen auch irgendwie an die Schneepirscher-Sachen rankommen. Reinigungstablette, ja genau, was das. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man mehr Speerpinguine mitnehmen sollte. Ich glaube, wir machen einfach mal zwei lieber. Shit, was war das? Kabelsatz-Silikon-Gummi. Geil, genau den falschen. Zack und zack. Ja, so langsam die vorgecrafteten Items gehen langsam zur Neige. Alles klar. Läuft mir süßer. So, hier. Jetzt muss man mal gucken. 825 Energie, das ist gut. Und das ist auch Tag. Dann ist das gar nicht so verwunderlich. So, und hier müssen wir jetzt einmal gucken. Das sieht man schon schön scheiße aus. Super Sache, das. 1, 2, 1, 2, 2. So, also die sollten hier eigentlich alle hin. So, das heißt, ich brauche jetzt noch 1, 2, 1, 2. So, Geißelkörbchen, Samen, haben wir nix. Geißelkörbchen, nein, hier hast du nicht gesehen, irgendwas Körbchen. So, hier kann dann. Nein. Kann dann noch einer hin. Und hier, den sammeln wir ein und tun die beiden dafür rein. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Dann müssen wir hier nochmal. Nein. So, wie sieht es mit dem Sauerstoff aus? Gar nicht mal so gut. 2, 3. So. Ja, reicht. Und Luft holen. Das könnte knapp werden. Jetzt haben wir hier jede Menge von diesen blöden Geißelkörbchen. Das ist natürlich suboptimal. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich frage, ob man die alle in die Tonne drückt. Ob man die erstmal hier behält. Ich schmeiß die erstmal hier bei den. Da war eigentlich die schwer. Das ist jetzt meine Gemüsetruhe. Mal wieder. Hier hatten wir. Achso, das sind die Sachen, die ich momentan noch nicht bauen kann. Achso, pass auf, komm. Es ist 28 Minuten. Wir müssen gleich Feierabend machen. Aber zum krönenden Abschluss, wie versprochen, machen wir in dieser Folge noch. Weil ich es vorhin gesagt hatte, dass wir das auf jeden Fall noch machen. Machen wir das jetzt einfach mal. Komm, ja, ungefähr. Kann man damit über Wasser fahren? Das würde mich jetzt mal interessieren. Nein. Man kann damit nicht über Wasser fahren. Schub. Ja, voll geil. Wird also leider absolut gar nichts. Jetzt komme ich nicht auf das Ding mehr drauf. Ja, das war. Man kann den einpacken und aus. Okay, der ist sehr groß. Okay, dann habe ich unter Umständen halt einfach zu viel versprochen. Weil ich jetzt so ehrlich gesagt momentan gerade gar nicht wüsste, wo ich den jetzt wieder auspacken soll.
Den behalten wir erstmal im Inventar und gucken wir halt leider doch beim nächsten Mal, weil er kann nicht über Wasser fahren und auch über Land ist er nicht so wirklich gut gefahren. Vielleicht war das einfach eine ungünstige Stelle oder er hat gleich gesagt, hallo, bist du Jack? Kannst du hier doch nicht auf deiner Eisscholle losfahren? Schauen wir mal. So, dann nehme ich jetzt hier nochmal zack, zack, irgendwas zu mir. Pass auf, zack, 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 zack. Bei bester Gesundheit. Alles klar. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder und dann schauen wir mal einmal. Wir haben ein neues Artefakt, das wir erkunden müssen. Wir haben den Seefuchs, den wir ausprobieren müssen. Und das Fabrikatorabteil. Und wir haben hier die Quetschdingsbomster. Die hier haben wir. Ich bin immer bei Hydrauliköl-Quetsche für das Öl, für die Presse, aber egal. Wer sich damit auskennt, weiß, was ich meine. Weiß ich nicht, warum ich das jetzt die ganze Zeit sage. Und den Speerpinguin müssen wir ausprobieren. Wir haben also eine ereignisreiche Folge vor uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.